seid willkommen, meine Freunde, zurück hier auf meinem Kanal. Nach Ewigkeiten mal wieder ein Let's Play Video. Aber was ist das? Da ist ein Chat. Da ist ein Livestream. Bin ich etwa gerade live auf Twitch und nehme dieses Video hier auf? Was? Der Mann ist doch verrückt. Wie kann er nur? Und was ist das? Ist das die Richtung? Nein. Was ist das? Falsche Richtung. Was ist das denn für ein tolles Spiel, was er da spielt? Oh mein Gott, das kann ja nur gut werden. Seid doch auch einfach mal live auf Twitch dabei, statt hier auf YouTube rumzugurken. Leute, kommt schon. Let's go, Harry Potter. Ich freue mich richtig einweg. Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Ganz kurz, ich wusste gar nicht, dass die Mehrzahl von Muggels ist. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4, im Ligusterweg. Der Ligusterweg 4. In diesem Bündel steckte ein Baby. Harry Potter. Der Junge, der überlebt. Genau, der Junge, der Mann, der kann. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete, und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Harry saß da, mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf, und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Ja, ja. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann... besser nach Gryffindor. Hogwarts. Ah, Rocker, du bist doof. Mach doch das Spiel nicht kaputt. Hogwarts. Jetzt machen wir gerade das dahin, dann machen wir die aus und lassen die an. So. Das Spiel sieht halt so, es ist halt krass, ey. Früher fand ich das richtig gut und jetzt denke ich mir so, Alter, wie sieht das Spiel denn bitte aus? Willkommen in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter. Der Schulleiter! In Hogwarts gibt es viele Geheimnisse, Harry. Sieh also hinter jeder Tür nach. Du solltest jedoch wissen, dass du dabei nicht nur lohnende Entdeckungen machen wirst. Oh, bevor ich's vergesse, der Zugang zum Korridor im 3. Stock ist für alle verboten, die nicht eines grauenvollen Todes sterben möchten. Du Fresh, die soll mal eine Beruhigungsrap raushauen. Ja, Mann! Schwachkopf. Schwabbelspeck. Grimmskrams, Quiek, 4 wundervolle Worte, findest du nicht? Was? Was? Was ist denn mit ihm los, hä? Hä? Was war das denn jetzt für ein Move? Ja, man merkt vielleicht schon, das Spiel sieht sehr alt aus. Es ist eventuell auch sehr alt, ich glaube, es kommt von 2001 müsste es sein. Ich hab's damals, 1793, als es frisch rauskam, gespielt. Nee, Quatsch. Ich hab's damals wirklich gespielt als Little Kitty. Es war schön. Quiek erkennt Euki ja richtig. PS1-Game oder CC. Ich spiel's auf der PS2 tatsächlich.
Aber es ist original PlayStation 1 Spiel. Ja, genau, richtig. Und wenn man nur allein schon hört PlayStation 1 Spiel, dann kann man sich ja ungefähr denken, Alter, das ist sick, das ist alt. Ah, Warzen, schweiniges Hochwarz. Hier kann man wunderbare Entdeckungen machen. Was ist mit dem Mann los? Was hat der Falsches gesoffen, genommen, was auch immer, was? Wollte immer eine PS1 haben, aber hatte nun... Oh, du arme Sau, du. Gryffindor-Turm. Ich glaube, da sollen wir hingehen, I guess. Das andere ist zu. Ja, gut, dann gehen wir in den Gryffindor-Turm. Turm, genau. Gute alte Gryffindor-Turm. Alter. Ich wusste gar nicht, dass Hogwarts so kompliziert ist. Es ist halt geil, egal welches Harry Potter Spiel man spielt. Hogwarts sieht in jedem Spiel different aus. Das ist der Shit. Es ist einfach insane. Guck mal, hier geht's irgendwo hin. Steht da. Ich wollte doch gucken, wohin es geht. Irgendwas mit Zauberkunst, glaube ich. Ja, okay, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu hoch. Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn überhaupt hin? Nintendo besser als PlayStation? Boah, Ansichtssache. Kann ich nicht irgendwie Pause-Menü oder so? Ich will doch nur wissen, wo ich hin muss. Warum funktioniert das nicht? Ja, meine nicht vorhandenen Zauber kann ich natürlich anwenden, wie man sieht. Der Zauberstab raucht schon. So viel, wie er gebraucht wird hier. Ne, ich habe keine Ahnung, wo muss ich hin? Ich habe nicht aufgepasst. Genau, das ist die Eingangshalle. Da sind wir gerade hergekommen. Wahrscheinlich soll ich in den... Wahrscheinlich in den Gemeinschaftsraum, was anderes. Alter, kann der hochspringen. Was anderes würde für mich jetzt wenig Sinn machen. Guck mal, da stehen die Slytherin und... Nee, gar nicht. So urteilen musst du Harry Potter sein. Ich bin Fred Weasley und das ist mein Bruder George. Hallo Harry. Wir wollen dir einen Vorschlag machen. In Hogwarts gibt es besondere Porträts. Mhm. Und hinter diesen besonderen Porträts sind Preise versteckt. Natürlich kann nicht jeder einfach so die Porträts öffnen. Du brauchst dazu ein Passwort. Wenn du uns Bohnen in allen Geschmacksrichtungen mit Ohrenwachsgeschmack bringst, verraten wir dir ein Passwort. Wir sind im Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Dorthin gelangst du durch das Porträt der Dame in Rosa. Bis später dann, Harry. Warte, erfahre ich denn wenigstens das Passwort für den Gemeinschaftsraum, wo ich hin darf? Oder muss ich das auch erst erkaufen? Dann gehen wir mal rein. Passwort? Caput Draconis. Okay, das wissen wir schon, das ist gut. Rocker, viel Spaß beim Essen machen, bis gleich. Guckt euch doch dieser wundervolle Ladescreen, das ist nicht wunderprächtig. Alle Slytherins sind böse, ja, das waren ja keine Slytherins. Guck mal, da ist Hermine. Wenn du ein Durchhaltevermögen verlierst, schnapp dir einfach einen Schokofrosch. Er wird dir zu neuer Energie verhelfen. Na, was hältst du denn davon, wenn du dich erstmal vorstellst? Was ist los mit dir? Versuch dir zu merken, wo du die Schokofrosche gesehen hast. Du wirst sie noch brauchen, wenn dein Durchhaltevermögen gering ist. Ist verstanden. Werde ich mir trotzdem nicht merken. Buch lesen. Alter, was geht denn hier gerade ab bei dem Spiel? Buch lesen. Ah ja. Ah ja. Hey, Musa, altes Haus. Hey, Riese, alte Frau. Moment, nein. Oh mein Gott, es tut mir leid. Hoppala. Habe ich nie gesagt. Tagesprophet lesen. Erst Bambi, dann ich. Ja, es werden alle von mir gemobbt. Bei Gringotts. Die Ermittlungen im Fall des Einbruchs bei Gringotts werden fortgesetzt. Allgemein wird vermutet, dass es sich um die Tat schwarzer Magier handelt. Mhm. Vertreter der Kobolde bei Gringotts bekräftigten heute noch einmal, dass nichts gestohlen wurde. Der unbekannte Inhalt des Verlieses wurde bereits vorher entfernt. Genau, den unbekannten Inhalt haben wir nämlich vorher entfernt. Wer sich mit dem Film auskennt, der weiß, wir haben den Stein rausgeholt. Harry Card wird überprüft. Ach, guck mal, ich könnte hier... Ah, komm! Pff, speichern. Man weiß ja nie, was passiert. Die Konsole ist alt, die kann jeden Moment einfach... Gott sei Dank abstürzen und sie bleibt stehen, aber nein. Wenn du einen Mega-Power-Trank zu dir nimmst, wird deine Gesundheit vollständig aufgeladen. Bemerkenswert, nicht wahr? Wundervoll. Dankeschön für diese sinnvolle Info. Bitte halt dir den Gemeinschaftsraum sauber.
Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Kann ich hier nicht mehr... Echt jetzt? That's it? Dann gehe ich halt wieder. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwas Besonderes, aber das bringt mir halt sage und schreibe nichts, hier zu sein. Ich habe echt gedacht, das hat jetzt irgendwie einen tieferen Sinn, aber nö. Irgendwie nicht. Chat, kurze Frage, ist der Sound okay? Nur mal so rein aus Interesse, ist der Sound okay? Passt das so? Kann man das machen? Sollte ich was ändern? Ich kann das nicht beurteilen. Bisschen Feedback oder so, I don't know. Also laut OBS ist okay. Das ist ja fishy, Alter. Darüber reden wir jetzt nicht. What the fuck? Darüber reden wir jetzt nicht. Ich komm nicht, Moment. Was sagt er mir denn? Großes Foyer, verschlossen. Okay. Passt so. Perfekt. Dann ist gut. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Hui! Oh, schade. Ich dachte, er stirbt jetzt. Ich meinte natürlich, hoppala. Ich sollte ihm nicht zu viel belasten. Oder so ähnlich. Gut, okay. Also Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist nicht. Dann heißt es doch wohl irgendwas mit Unterricht. Guck mal, da ist Slöderin. Oder so ähnlich. Mein Gott, da steht Ronald. Erinnerst du dich an mich? Ron Weasley? Nee, keine Ahnung. Dieser schleimige Slytherin Draco Malfoy ist mit einer Eule unter dem Arm durch diese Tür verschwunden. Ich glaube, es war deine Eule Hedwig. Komm, wir folgen ihm. Nö. Ich will nicht. Ich mag den Mann nicht. Der darf die Eule behalten. Keine Ahnung, wer das ist. Nee, ich habe noch nie gehört. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Los, komm, Harry. Lass uns Hedwig suchen gehen. Oh, oh, oh. Wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Ja, ja. Ich bin Draco Malfoy. Und du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Suchst du etwa deine Eule? Wie nachlässig von dir, sie einfach so aus den Augen zu lassen. Geh nach Hause zu deiner Mami, Potter. Oh, tut mir leid. Du hast ja gar keine, stimmt's? Also, ich muss ja schon sagen, der Spruch ist schon richtig, richtig hart. No shit, der ist echt hart. Also, das ist schon richtig verrückt. Also, beim besten Willen. Also, man kann es auch übertreiben in einem Spiel für Kinder. Er ist ein gemeiner Kerl. Ignoriere ihn einfach. Nein. Wir Gryffindors sollten zusammenhalten. Das war sehr tiefgründig, Ron. Das kann ich nicht vergessen. Das hat weh getan. Komm, Harry, folge mir. Wenn du hinaufklettern möchtest, drücke einfach auf die Vorwärtstaste deines Controllers. Ich find das ja in Spielen immer so mega geil, ne? Jetzt stellt euch mal vor, ihr geht IRL nach draußen. Und plötzlich ist dann so ein Typ vor euch. Hey, drück einfach die Vorwärtstaste auf deinem Controller, um hier hochzuklettern. Was? Hä? What? Lass uns gehen. Oder wie auch immer das ging. Ich find's geil, wie hoch und weit Harry springen kann. Folg mir, okay. Wenn du springen möchtest, nähere dich einfach der Kante und halte die Richtungstaste oben gedrückt. Das krieg ich hin. Was ist das für eine Feder? Warte mal. Nö. Moment. Wir gucken uns erstmal hier unten um, ne? Habe ich mir sagen lassen. Hier kann ja auch bestimmt irgendwas Wichtiges eventuell sein. Warum? Warum liegt das? Was ist mit dem Regal los? Ne, hier unten ist tatsächlich nichts. Das ist einfach nur, hey, komm zurück, falls du verkackst. Gut, okay. Ist in Ordnung, ist verstanden. Krieg ich hin. Also mal gucken, ob ich es jetzt wirklich hin... Na! Ich habe da gerade einen Schokofrosch gesehen, by the way. So, automatisch springen, ja! Sieh nur, da ist noch eine Feder. Ich gehe zurück und bewache den Eingang. Geh du am besten Hedwig retten. Ach, das sind Hedwig-Federn. Ach so. Also den Federn soll ich einfach folgen, um ihn zu finden. Das ist natürlich, war natürlich Captain Obvious am Start. Die Feder, die waren dafür da um die Tür, aha. Merke, mit Eulenfedern kann man Türen öffnen. Ja, ja. Wer kennt's nicht?